Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ja, Größe 720p, das ist alles richtig eingestellt, dachte jetzt falsch eingestellt. So, wartet, ich muss, ich bin gerade fertig mit Staubsaugen. Ich habe die ganze Hütte gerade staubsaugt mit dem neuen Staubsauger. Und da habe ich mir jetzt eine Zigarette verdient, bin ich mal der Meinung. Ich darf eigentlich nicht mehr im Wohnzimmer rauchen, aber noch ist nicht da. Da kann man das nur ausnutzen. So, ich hatte euch ja versprochen, deswegen nehme ich das jetzt einfach mit meiner Cam auf, mit meiner Webcam, weil mein Camcorder ladet noch. Und wenn ich den lade und mein Mikrofon dran habe, ist so ein komisches Brummgeräusch mit bei. Das will ich euch nicht antun. Deswegen ditte und ich quatsch ja nur. Oh, tut dir gut. So, und zwar zu dem Bosch-Staubsauger. Ja, das ist der GBGS 614 bla 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 bla, ROX. Link zu Amazon packe ich euch in die Videobeschreibung. Ja, ich war ja beim ersten Hardware-Check, war ich ja schon begeistert von diesem Staubsauger. Weil der so jedes einzelne Teil fluffig ineinander übergreift und man kriegt es leicht mit zwei Fingern eigentlich locker getrennt. Oder mit einer Hand locker so getrennt. Jetzt haltet euch fest. Ich habe euch ja im ersten Video gesagt, ich sauge jetzt die Wohnung durch und werde damit testen. Aber bevor ich euch das zeige, genau, werde ich immer so erstmal so mein Resümee ziehen vom ersten Einsatz mit diesem Staubsauger. Und zwar ist er mir mehrmals aus Versehen, mehrmals nicht zweimal, ist aber mehrmals von der Couch gefallen, weil ich ihn auf diesem meinen kleinen Hocker hatte hier. Den Hocker hatte ich ihn drauf stehen. Dass ich, weil ich habe die Couch abgeräumt, mein Wohnzimmer ist nicht so breit, alle da vorne schon, dann hatte ich den da drauf, dass ich hinten saugen kann. Und hinten auch die Haare wegmachen von der Couch und so was alles. Dass er mir zweimal runtergefallen. Immer auf die Räder gefallen, also immer nach unten und hat dann gestanden wie eine Eins. Nicht abgeplatzt, nicht Kratzer, nichts. Ich hatte euch ja am Anfang gesagt, dass da ja nicht so viel. Also dass das so, weil Schatzi meinte, dass wenn man den saugt, so, dass der dann den Boden und dass man dann nicht vorankommt. Ja, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ging ja auf dem Sofa, ging das ja eigentlich noch bei höchster Stufe super. Also konnte leicht flüssig eigentlich machen. Der hat zwar das ganze Ding hochgehoben, aber ich konnte saugen. Jetzt habe ich, kann ich euch nur als Tipp geben, weil ich habe ja in der ganzen Wohnung Linoleum und Fliesen. Und ich habe am Anfang versucht, komm mal die Bürste. So, ihr seht ihr praktisch hier unten habt, ist ja so eine Bürste da. Es sind ja so, ja, sind so Bürsten dran. Ihr seht ihr das? Diese schwarzen Dinger, die sind draußen. Der Knopf ist nach unten. Ich habe erst versucht ohne. Habe gedacht, na, ist direkt da. Kann ich den direkt aufnehmen. Hat er mehr Power. Leicht fluffig über dem Boden. Bei höchster Stufe. Nicht machbar. Das ist nicht machbar. Der saugt sich so an dem Linoleum fest. Mit Hängen und Würgen kriegst du ihn ein bisschen vor und ein bisschen zurück. Ist nicht machbar. Ohne Scheiß. Ging nicht. Habe ich aufgegeben. Habe ich die Bürste runter gemacht. Dadurch zieht er ein bisschen Luft. Ist nicht direkt auf dem Linoleum. Und ich konnte leicht und fluffig mit schön Power drüber reiten. Über den ganzen Boden. Habe auch meine komplette Couch abgesaugt. Hatte ich gestern auch mit dem Dirt Devil gemacht. Und ich hatte gestern, wir haben es jetzt 20:29 Uhr.
Zu dem Zeitpunkt bin ich gestern etwa auch mit dem Dirt Devil fertig gewesen, weil ich tagsüber unterwegs war und dann meine Tochter geholt habe und mit meiner Tochter unterwegs war und eine zu erledigen war. Also konnte ich erst abends saugen. Ich war bei meiner Mutter, habe meiner Mutter geholfen. So war das genau. Und da grüße ich erstmal meine Mutti. Da habe ich nämlich Schränke geschleppt. So. Genau, es war ich gestern so etwa zu der gleichen Zeit fertig. Wie gesagt, die ganze Wohnung gesaugt mit dem Dirt Devil. In jede Ecke, in jede Ritze, alles. Habe, ja, mir dann gestern Abend ein Ruhchen gemacht, nachdem ich fertig war mit Saugen. Bin in eine Wanne, entspannt, relaxed, war noch im TS, hab mit dem Blue gequatscht und so. Bin dann ins Bett, früh ist aufgestanden, Tochter fertig gemacht, Schulstuhl fertig gemacht, Tochter Schule, ich los. Hat ja einige Termine. Dann kam meine Tochter heute vom Judo. Meine Nachbarin habe ich schon Bescheid gesagt, weil ich nicht wusste, ob ich es rechtzeitig schaffe. Nach Hause. Weil ich noch einen Termin für beim Arzt von meiner Tochter, beim Psychologen hatte, weil ihr geht es nicht so gut. Und da hatten wir halt ein Gespräch unter vier Augen, wie es jetzt weitergehen soll. Aber tut nichts zur Sache. Dann bin ich nach Hause, habe meine Tochter geholt, war bei meinem Bruder helfen und bin dann nach Hause gekommen, habe die Stühlen fertig gemacht, habe angefangen zu saugen. Meine Tochter hat Armbrot gegessen und bin jetzt fertig mit Saugen. Etwa die gleiche Zeit wie gestern. 24 Stunden später. Ich war den ganzen Tag nicht da. Meine Tochter war auch nicht da. Wir waren nur über Nacht da. Und waren eigentlich nur die Katzen da. Jo. Und ich habe eigentlich gedacht, ich kriege nicht so viel zusammen. Bin ein Mann, bin naiv. Ja. Oh, tut der Dude jetzt. Jetzt will ich euch das mal zeigen. Wie gesagt, ich war vorher mit dem Dirt Devil lang und das ist zusammengekommen. Also. Seht ihr die Ausbeute? Nach 24 Stunden, ja, ich habe gestern die ganze Wohnung mit dem Dirt Devil gemacht gehabt und das ist jetzt zusammengekommen. Finde ich krasse Scheiße, finde ich das. Richtig krasse Scheiße. Oh, der tat echt gut jetzt. Und wie gesagt, ich hätte echt nicht gedacht, dass das so. Und der ist auch richtig leicht, konnte ich saugen, der hat Power ohne Ende, ich habe alles weggesaugt, habe dann die Fusselbürste genommen, die einzeln mit bei war und habe auch das für den Ritz genommen, habe die ganze Couch gemacht. Jedes Haar. Mit dem Dirt Devil hatte ich echt Probleme gestern, da hatte ich auch die Aufsätze, jedes Haar runterzukriegen. Ich habe noch so eine Malerbürste. Habe ich die jetzt hier? Scheiße, wo ich denn hingelegt? Nicht im Flur, scheiße. Aber eine Malerbürste, ihr wisst, was eine Malerbürste ist. Wenn man tapeziert und dann halt so den Kleister drauf macht. Hat schwarze Borsten, ja. Grüße an Christian und danke für die Bürste, ja. Der Christian weiß schon, welcher ich meine. und ja, ich will nicht sehr richtig den Namen sagen, aber Christian weiß, was er weiß, ja, und er hat mir die geschenkt. Und damit habe ich immer nach dem Saugen. Aber mein Sauger geht ja, wie gesagt, nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt in der letzten Zeit immer gefegt. Und hatte jetzt den Dirt Devil von meiner Mutter. Und habe dann immer meine Couch mit dieser Bürste abgebürstet. Nach dem Saugen. Muss ich wohlgemerkt sagen, ich hatte, der Dirt Devil ist ein Beutelloser. Und ich hatte vorher eben mit Beutel. Mein eigener. Und nach dem Saugen vom Sofa musste ich zusätzlich immer noch mit dieser Malerbürste lang gehen, weil immer noch irgendwo Katzenhaare waren oder kleine Flusen oder sonst irgendwas dergleichen. Ich habe jetzt mein Sofa, es ist blütenweiß, ne, weiß es nicht, es ist ein graues Sofa. Ja, ihr wisst, was ich meine, aber es ist kein Katzenhaar mehr dran. Das Ding, der Bosch, der hat sich so in das Sofa reingefressen, der hat das Tor gezogen, dann konnte ich schön lang, ich habe jedes Haar weggekriegt. Das Ding hat Power ohne Ende, wobei ich sagen muss, der hat 1400 Watt. 1400. Der Dirt Devil, der Dreckteil,
der hat 2000 Watt. Ist so ein roter. Ja, so groß rot. Licht im Flur, will den jetzt nicht holen. Kamera kann ich nicht rumnehmen. Der ist ein roter. Mal gucken. Ich kann ja mal einen Link drunter packen oder so, wenn ihr das wollt. Aber holt euch den um Gottes Willen nicht. Den gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, für 60, 80, 90, ob ich weiß es nicht. Aber absoluter Dreck. 2000 Watt und hat null Power. Null. Das ist meiner Mutter, ist da auch schon ein bisschen was abgeplatzt. Der hält nichts aus. Absoluter Müll. Kann ich euch echt nicht empfehlen. Wenn ihr wirklich einen Staubsauger wollt, also ich habe, das ist mein erster Staubsauger in sozusagen in der Luxusklasse, würde ich sagen, der Staubsauger. Absolut genial. Es gibt natürlich auch teurere, will ich euch ja nicht vorenthalten. Dyson, die teuren für 600 Euro Vorwerk, die haben natürlich auch Power, zahlt man natürlich ein heißen Geld. Aber für 200 noch was, den Bosch, ist die ältere Version, da gibt es auch eine neuere Version, die kostet 299, also 299. Und so eine Power. Und Schatzi hat, das kann ich euch auch sagen, hat diesen, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube um die 5 Jahre, glaube ich, bin mir nicht sicher, kann ich euch nachher noch in den Kommentaren schreiben, wenn ich das erfahren, weil ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich werde nochmal nachfragen. Und der hat immer noch Power ohne Ende, immer noch leichtfüßig, ihr ist auch schon ein paar Mal runtergefallen. Nicht kaputt, nicht standfest, alles noch leicht wie beim ersten Tag. Ich hatte den ja gesehen da und benutzt. Und alles wirklich leicht, also selbst hier mit dem Rohr, was ich euch gezeigt habe. So, mal runter. Hier, einfach mit, zack, man braucht einfach nur drin. Man kann natürlich so anfassen, aber ich will nur euch nur zeigen, dass man kaum Kraft braucht. So, ganz leicht. Und stabil. So. So, okay. Also echt genial. Und wie gesagt, ich hätte nie, kann ich euch nochmal gerne zeigen. Ja. So. Das habe ich nach 24 Stunden mit dem Bosch noch weggeholt, nachdem ich mit dem Dirt Devil komplett durch die ganze Wohnung gegangen bin. Das ist jetzt mein ganzes Wohnzimmer. Meine ganze Wohnung. Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Schlafzimmer, alles. Und ich war gestern vor nicht, vor knapp eigentlich 24 Stunden, war ich mit dem Dyson da. Also finde ich enorm. Finde ich richtig enorm. Also von mir definitiv ein positives Feedback zu diesem Staubsauger. Ich werde natürlich weiter benutzen. Ich habe mir gekauft. Wenn ihr da nochmal Fragen irgendwie zu habt, ich benutze den ja jetzt regelmäßig, also eigentlich jeden Tag, postet es einfach drunter unter das Video. Ich werde so gut wie möglich euch die Fragen beantworten. Wie gesagt, ich kann nur darauf hinweisen, er ist geil. Wer einen leichten Staubsauger hat, ist mit diesem Staubsauger aber fehl. Also falsch. Weil er hat sein eigenes Gewicht, er hat ein ordentliches Gewicht. Ein richtiges Gewicht. Aber die Füße sind leichtfüßig. Ich habe hier keine Schwelle, kein Nichts. Also der kann von einem Raum zum anderen. Der Kabel ist lang genug. Keine Probleme, kein Nix. Also der Kabel, der ist da drin. Den ziehst du raus. Und dann ist, wenn man noch immer so ein bisschen zieht, dann, also man hat keinen Knopf zum Rindrehen. Man braucht immer noch mal komplett. Oder einfach mal, und wenn man, auch wenn man nur die halbe Strecke raus hat, einfach so langsam ziehen. Und wenn man sagt, reicht, reicht. Und dann macht man einfach am Kabel. Und dann, zack, saugt er den drin. Also echt genialer Staubsauger von mir. Also richtig hammergeil. Apropos, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Däumchen da. Wäre echt klasse als Feedback. Ich hoffe auch, das Video hat euch gefallen. Oder die Videos zu dem Staubsauger haben euch gefallen. Ist ja mal aus der Elektronik-Ecke. Ist zwar auch ein elektronischer Teil, ist ein Staubsauger, ist Elektronik drin. Aber ist mal was anderes als ja, so Games, HiFi, Audio, Video, irgendwas in dem Dreh, was ich sonst immer gemacht habe.
ich wollte mich damit ein bisschen erweitern und euch auch mal so was anderes zeigen. Habe ja schon mit dem Katzenzeug für im Nacken mal schon so einen Versuch gemacht. Kam ja auch eigentlich relativ gut bei euch an. Ich würde mich über Kommentare freuen, ob euch so das gefällt, dass ich auch mal andere Sachen, was jetzt nicht mit HiFi Audio, Video und Spielen zu tun hat, teste und euch präsentiere. Ob ihr sowas vielleicht mehr sehen wollt. Weil ich würde gerne echt mehr Tests auch zu anderen Produkten machen. Aus Privatpersonensicht. Also nicht als Tech-Blogger, oh, der hat oben, der hat was, der hat dit. Nee, einfach nur als Privatperson irgendein Produkt euch zeigen, was ich mir gekauft habe oder so, oder vom Kumpel mir ausgeborgt habe, weil er sich frische gekauft hat, ein Unboxing machen und hast nicht gesehen und euch das einfach mal präsentieren und sagen, geiles Teil oder ja, einfach nur aus meine Blumen hast du gerade. So, das schicke ich aus. So, einfach so als, ja, aus normaler Sicht, ja. Das würde mich echt interessieren, ob euch das gefällt und ob ihr noch andere Tests wollt zu, was weiß ich für Sachen, oder ob ich bei Videospielen und HiFi und Audio bleiben soll. Das würde mich echt interessieren, ob ihr das auch wollt, dass ich mich breiter ausbreite, ausfächere alles im Kanal, also auch andere Sachen zeige. Würde mich echt interessieren. Wie gesagt, ein Däumchen wäre echt nicht schlecht. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ich mache jetzt erst einen entspannten Abend. Genieße die Ruhe und den Frieden. Bleib auf meinem Sofa sitzen. Bis dahin. Sagt euer Odin.